So, da sind wir wieder mit neuen 200 GB Speicherplatz verfügbar. Können wir natürlich weiter aufnehmen. Wir müssen nur noch Chain Together spielen, ne? Oh Gott, ja. Boss-Mission. Halte deine Konkurrenz auf und rette deine eigene Haut. Okay, komm, gib mir den Basketball. Komm her. Was? Hier oben. Lol, ah. Oh nein. Der ist da vorne, da hin. Alter, so. Oh mein Gott! Ich bin LeBron, Digga. Wo er hinfliegt! Siehst du ihn? Komm jetzt. Da oben! Ich bin einfach. Er kommt wieder. Ich bin Michael Jordan. Leute, er bleibt da oben. Wir haben den echt out of map. Nee, er kommt. Nee, da ist eine. Oh! Da ist eine unsichtbare Wand. Decke. Ja, aber. Ja, true. Okay, komm jetzt. Warte, ich geh kurz in den Laden. Moment. Sofort. Ich hab Unlimited Water. Unlimited Water ist natürlich schon sick. Was kostet das? Water? 2000 und einen Dia, glaube ich. Nee, 2000 oder? Und 5 Goldmünzen. Da spare ich jetzt auch drauf. Das ist geil. Okay, los geht's. Das ist der nächste Bosskampf, okay? Und nachdem du dein Wasser geschossen hast, dauert es so 5 Sekunden oder so, dann lädt er sich automatisch wieder auf. Ja. Neuer Bosskampf. Bossmission. Halte deine Konkurrenz auf. Sam Shu ist at Fire HQ, all alone. Oh, feels like my AI is back online. It must be close to the Ember server. Okay, cool. Jetzt gehen wir hier rein. Oh, lol. You're too late, Responder. Da ist die Geschäftsführerin. We've already bought out Defender and installed state-of-the-art security. In just a few minutes, we'll break the encryption on the Ember server and be unstoppable. Responder, if you can get me across to the manual override, I might be able to stop the late. Aw, Ember's little AI experiments was hast du getan? Den Knopf gedrückt. Here, danke. Across the room, another access point. Ich drücke. Okay. Ich hab gedrückt. Schlüssel! Hier, ich schmeiß die dahin. Ja. Nicht in die Camps. Komm, hände doch den Shit. Ich dachte, du hast eine. Ich hab dir doch hier geworfen. Oh mein Gott. Du kannst dich hier heilen, das sind Medkits. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Ich bin drüben. Ich drücke. Oh, bist du wahnsinnig? Hier, ein Fass. Hey, bist du fertig? Hey, ein Fass? Du hast das Fass in mich reingeworfen, mich in den Laser gedrückt. Fass. Lol. Set life. Okay, wie komme ich jetzt hier durch? Hey, du sollst so die Dinger blockieren eigentlich. Ach so. Hier ist eine Green Keycard. Ich habe jetzt 3 Laser blockiert, I don't know. Ja, aber anderen 2 müssen wir uns da reinstellen vielleicht. Ich habe hier noch ein Fass. Lol. Hä? Yo! Alter, okay, übertreib mal bitte nicht. Lol! Keys 2! Ja, aber wie viele halt? Ja. Vor allem, ich soll mich heilen. Ich hab eine Heilspritze, Digga. Hinter dir! Ich geh rüber. Das ist ja wie in Resident Evil. Nee, Resident Evil ist cooler. Oh mein da Gott. Oben ist die Tuss! Was? Aua. Oh mein Gott, da hinten ist auch ein Laser. Oh mein Alter. Gott, die übertreibt ja richtig. Ja. Heil mich, wenn du kannst. Ich kann nicht, warte. Alter, ich bin... Ich bin safe. Was ist denn hier los? Oh, ich hab einen Laser im Auge. Oh, nicht, dass wir es jetzt wegen mir verkacken. Danke. Kein Ding.
Alter, Alter, wie ist. Oh mein Gott, oh mein. Oh, oh, yo. Komm jetzt hier ins Eck, komm einfach hier ins Eck. Ja. So, was müssen wir jetzt machen? Weiß ich nicht. Okay, cool. Dann gehen wir zur Tür, die natürlich noch zu ist. Fässer. Was? Die Tür ist offen. Let's go. Yes. Oh. Ich hab den Server. Das ist der Ah, der Server, den sie uns geklaut hat. Erinnerst du dich? Ja. Warte, kann ich hier die Tür, Fenster? Okay, da unten Shepherds. War's das? Haben wir's? Schließe den zweiten Bereich ab. Ja. Bezirk ab. Okay. Großartige Leistung, Responder. Ich habe auf deinem Konto 5 Flammen für deine Hilfe gut geschrieben. Auf deinem Konto. Crazy. Wuhu. Zweiter Boss. Also die Umbrella Red Queen KI hat uns gerade geholfen, oder wie sehe ich das? Im Endeffekt, ja, das ist eine gute. Nee, die Red Queen war nie eine gute. Nee. Also im letzten Teil, ja, aber I don't know. Ich stehe, also keine Ahnung, ich bin mehr so auf der Umbrella-Seite, bin ich ehrlich. Ich bin schon so ein Wesker-Fanboy. Ich bin in Star Wars, finde ich, ist das Imperium auf die gute Seite, bin ich ganz ehrlich. Na, also der Imperator kann mich hart, der Rest ist ganz cool. Ich habe uns mal einfach die Schuldenbank ausgesucht, weil bei uns läuft das Feuerwehrmänner ja gerade eh nicht so super. Da habe ich gedacht, kann man sich doch einfach mal mit der Bank ein bisschen in Verbindung setzen. Leute, Beine. Okay. Das ist kein Banküberfall. Das ist kein Banküberfall. Alle auf den Boden. Alle aufstehen. Okay, pass auf, legit, das erinnert mich an eine Folge aus Supernatural. Relativ early in der Serie, ich glaube zweite oder dritte Staffel, der Mandroid heißt die. Ja. Da geht's darum, ist auch egal, ein Formwandler, ein Dude hat das mitgekriegt und er wusste, dass er in dieser Bank ist und ist dann in diese Bank marschiert mit einer AR-15 und sagt, das ist kein Überfall, alle auf den Boden. Wir brauchen eine Blue Keycard, bitte. Die liegt da doch. Eine Blue. Achso, war Red, Keycard. Ja. Keycard. Das nennt man auch Rot-Blau-Schwäche. Ja. Was, ja, ist ein Aufzug? Ne? Den kann man rufen. Warte, ich hab ihn gerufen. Komm. Du hast auch eine echt starke Behinderung, kann das sein? Jetzt komm her. Der Aufzug ist offen. Der hat eine durchgängige Tür. What? Wo bist du denn? Hier, komm rein. Wir können einen Aufzug fahren. In die 2. Okay. Die Schuldenbergbank. Okay. Ja, klingt. Hört sich nach Sparkasse an. Okay, ich brauch den. Ja, ich komm sofort wieder. Hier ist die Stempeluhr. Was? Nee, ich muss einmal kurz runterfahren. Okay, bisschen Sauerstoff sammeln oder was? Nein, aber ich hab die. Wo ist die Red Keycard hin, die du eben hattest? Die lag vor der Kamera am Boden, glaube ich. Irgendwie gar nichts, Alter. Also, du hast die nicht aufgehoben oder was? Doch, die lag am Boden. Ja, aber die liegt da jetzt nicht mehr. Irgendwo unten muss sie aber liegen. Ich habe eine gelbe Keycard hier. Ich brauche aber die rote. Ich habe sie gefunden. Ich habe hier einen Überlebenden. Die lag am Arsch der Welt, Digga. Hä, wie soll man denn das Zeug hier wegkriegen? Hier rüber. Ich habe aufgemacht. Ich bin jetzt in diesem anderen Apartment hier. Ich bin down! Hä? Komm mal bitte rüber. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Da hinten verbrennt gleich einer, beeil dich! Beeil dich doch! Ich hab mich beeilt. Ich hab den CEO. Ja, sehr gut. Gib den aber noch auf, nicht, dass wir den noch für einen Gesichtserkenner brauchen. Es steht doch da oben schon, wir müssen, um den Tresor zu öffnen. Der ist wahrscheinlich unten, dann fahren wir nach unten mit dem Tresor. Warte, hier ist nochmal eine rote Keycard nötig. Die hab ich hier. Ja, ich mach hier auf. Ich fahr jetzt mit dem CEO nach unten. Warte doch auf mich! Kann ich nicht. Hier sind noch mehr Leute. Jo. Ich komme. Alter, du brauchst für den Tresor alle Keycards. Ich hab hier oben die gelbe. Ich brauch alle. Ich brauch grün, blau, rot, alles. Pink. Magenta. Lila, alles brauche ich. Ich hab blau. Ich hab gelb, bring ich mit.
Ja, okay. Blau ist aktiviert. Okay, gelb ist auch aktiviert. Warte, mach mal hier erst gelb, mach mal hier auf mit gelb. Ja. Dann gehe ich da eben rein und mach hier hinten auf. Warte, brauchst du auch gelb? Musst hier reingehen, du musst hier reingehen. Ja, da ist kein Knopf. Was ist das? Die Kamera ist aus, okay. Wir haben ihn. Ja, crazy. Wir brauchen noch grün und rot. Rot, wo hast du rot gelassen? Hallo? Rot hatte ich oben. Okay, dann fahr ich kurz hoch, hol die. Ja. Und dann müssen wir noch grün finden. Wo sind denn noch Leute? Oben sind noch zwei, drei Leute sind noch oben. Ja, oben verbrennt gerade alles, Digga. Ja, da müssen wir vielleicht erstmal gucken, weil unten können wir immer noch machen, da brennt's ja nicht. Ja, okay. Boah, der Typ läuft mir noch ins Feuer. Der eine Dude hier ist safe bei mir. Aber ich würde den trotzdem mal zum Fahrstuhl bringen. Ja, ist okay. Danke, dass es okay ist. Ich fahr jetzt erstmal in die 1 und guck, ob ich da noch jemanden... Oh, Digga, ich wollte gerade in den Fahrstuhl, fuck off. Ich brauche hier die blaue Keycard, no. Okay, ich komm jetzt wieder runter. Kurz, och, Digga. Ja, du fahr doch, ich bin im Aufzug, alles gut. Ich kann ja nicht fahren. Warum nicht? Weil ich nicht reinkomme. Ach so. Ja, ach so. Okay, warte. Kick. Ey, wo bin ich denn jetzt? Also, ich verbrenne jetzt gleich mit dem Typen hier, sag ich dir ehrlich. Ich bin raus, du kannst. Nutze ich kann nicht! Fahr in die 2, Digga! Geh mir nicht auf den Sack! Fuck! Wir sterben jetzt. Nein, tut ihr nicht! Ich werfe ihn jetzt ins Feuer, ist mir egal. Ja, los! Trau dich! Ja, mach ich das auch. Trau ja, dich! Mach ich auch. Trau dich, komm zu mir! Halt, schau weg! Ach! So, können wir jetzt bitte nach unten fahren? Ja, mach doch! Ja, mach ich auch. Tschüss! Mein Gott! Ist oben noch jemand? Ja! Ganz oben ist noch einer. Ja! Okay, crazy. Hinter der Tür. Ich muss jetzt mit der blauen Keycard jetzt diesen Typen retten, sonst ist hier gleich vorbei. Nein. Rot und grün sind nicht aktiviert übrigens als Keycard. Ja, weiß ich doch schon. Wir brauchen unten noch eine blaue Keycard. Hier. Ach was. Lol. So, und der letzte ist oben. Da müssen wir zusammen nochmal hochfahren. Ja, dann fahr du hoch. Ja, vielleicht brauche ich dich ja. Es sind noch 4 Kunden im Gebäude, ne? Wie viele du musst waren so, unten ein, drei, so ne? ein Ding hier mitnehmen. Oh mein Gott, hier ist so ein Ventilator, weil da oben ja Gas vor der Tür ist. Okay. Jetzt warte noch. Okay, ja, okay, komm. Okay. Auf geht's an die 2. Die Aufzüge finde ich richtig scheiße in dem Game. Ey, die sind gut gemacht. Na, die Feuer löschen. Wo ist denn der? Nein, hinter der grünen Tür. Wo ist die grüne Keycard? Ja, such mal, Digga. I don't know. Nicht hier. Aber der ist dahinter. Ja, keine Ahnung, dann vielleicht fahr ich nochmal ins... Ich fahr nochmal in den Keller. Ich hab die rote, warte, nimm die rote mit. Dann kannst du im Keller nee, die noch aktivieren. Ich bin schon unterwegs. Alter. Ja. Hey, ich kann nicht aus dem Aufzug raus, doch jetzt. Warte kurz, ich nehme mal eben die ganzen Leute mit in den Aufzug und fahr dann eben auf die 1. Das Gesicht von dem Typen hast du ja schon, ne? Ja, das Gesicht habe ich schon. Also hier oben ist meiner Meinung nach eine gelbe Keycard, habe ich hier aber keine grüne. Haben wir gelb nicht schon? Ne, blau gelb haben wir. Gelb haben wir, grün fehlt, ja, grün. Okay. Ich habe die grüne Keycard, ich habe sie. Okay, crazy, wo war sie? Die lag hier mitten am Boden. Nein. Okay, ich habe den Dude. Schnell, 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 du musst mir den Aufzug jetzt überlassen. Nein, warte! Oh, dann fahr mit dem CEO halt nach oben. Ist okay, ist okay, ist okay. Grüne Keycard ist drin.
Wo bist du, in welchem Stockwerk? 1. Okay, dann fahr ich in die 1. Haben wir denn jetzt alle Zivilisten? Ich glaube schon, mit dem CEO. Dann... Ich lasse den erstmal noch im Aufzug. Ja. Ich weiß ja nicht so richtig. Können wir jetzt runterfahren? Warte doch. Uns fehlt noch die rote Keycard. Die lag noch hier rechts im Gang oder so. Die habe ich irgendwo hingelegt. Hier? Oder habe ich sie oben hingelegt? Komm, wir fahren nochmal kurz hoch. Bräh. Ich habe die irgendwo gedroppt. Oh, nicht die grüne verlieren. Nicht die grüne verlieren. Scheiß da weg, Alter. Da liegt sie. Okay, wir können. Runter. Los. Fans. Eieiei. Boah. Okay. Und rot. Jawoll. Zug. Okay, alles einladen. Vorsichtig. Bonus Money. Haben wir noch was? Nee. Okay, vor allem, wir haben als Main-Ziel, bringe das Geld aus dem Banktresor den Kunden zurück, ne? Also wir müssen das Geld mitnehmen. Nein, das war die falsche Taste. Hör auf! Junge, wir sind oben, jetzt hör auf hier! Junge, was tust du? Ich mach gar nichts, Digga! Aufzüge sind 3 Tasten hier! Ja, okay, jetzt. Bringen wir das jetzt dem Kunden zurück? Das ist wieder die falsche Etage. Alter, du gehst mir so auf den Sack, ne? Du! Auf die 1! So. Du drückst die ganze Zeit auf diesen scheiß Aufzug, Alter. Du. Alter. Jetzt aber. Los. Du verbrennst das Geld. Nein, mach ich nicht. Jetzt beweg dich. Ich komm da nicht durch, das Geld ist zu fett. Hä, hey, ich heile nicht. Obwohl ich mir gerade 3 Spitzen gedrückt habe. Das denken sich Heroin-Junkies auch. Willst du denen das Geld jetzt zurückgeben oder behalten wir das eine? Das Geld ist unsere Hauptmission, wir müssen. Du hast bei mir nichts in den Netten, okay. Ja, dann gib's ihm, los. Wir haben's. Okay, wo ist die Ausgangszone? Da, hier, hier. Oh mein Gott. Warte, Leiter. Wasserrutsche. Grappling Hook. Oh, Leiter. Schade. Wir haben alle überlebt. Juhu, geil. Gut gemacht. Amber Forever. Was? Stand da in dem Comment. Stabilo. Brave. So, jetzt hätten wir hier noch die U-Work-Büros. Wir schauen überhaupt die letzten Level. Oh no. Schreien, wir schauen die letzten Level aus. Eine Yacht. Haus der Geheimnisse. Okay, krass. Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die U-Work-Büros an. Das ist wieder eine Rettungsmission. Komm mal hier hoch. Ja. Wo? Naja, das höchste Gebäude hier. Ja, komm. Ich arbeite dran. Trau dich, komm zu mir. Du kommst hier, glaube ich, gar nicht hoch, ne? Ja. Nee. Chill mal, ich krieg das hin. Weißt du, was das Problem an diesem Dach ist? Da. Es ist ein sloped roof. Verstehst du, was ich meine? Hä? Trumps Assassination Attempt? Oh nein, ja. Oh Gott, oh. Zu früh. Okay. Warte, ich guck mal in den Shop, hab ich genug Geld? Ich glaub nicht. Wasserpistole, Upgrades, 2000 waren es, okay, und mir fehlt eine Goldmünze. Okay, auf geht's! Letzte Mission in dem Bezirk. Also wir müssen natürlich noch replayen, ist klar. Aua, aua, ey. Ich hab dich geheilt. Mit Nadeln. Die Omi spritzt mir schon wieder Sachen. Rette so viele Kunden wie möglich. Okay. Ich geh durch die Haustür rein. Im Keller sind auch Leute. Ich bin im Keller. Ja. Ich hab die jetzt durchs Fenster geschmissen, die Alte. Die sind Keller aktuell noch Sprinkler. Warte kurz. Keller ist... legit safe. In den Keller brauchen wir nie wieder reingehen. Okay. Hier ist Gesichtserkennung. Habe ich. Stark. Da
kann man Strom ausmachen. Wenn man Strom ausmacht, geht die Tür hier drüben auf. Okay, aber Feuerlöscher sind auch deaktiviert jetzt. Die Sprenkler. Die Feuerlöscher sind deaktiviert. Ja. Okay. Ich hab Marianne. Okay. Bring die einfach zur Haustür, du musst sie nicht bis zum Iweg tragen. Die Haustür ist der Iweg. Hier haben wir eine Kiste drauf. Stück, du. Check die Toiletten. Da könnte jemand Kacki machen. Keiner Kacki machen. Hier ist Strom. Okay, du hast hier alles gecheckt. Kann man hier so einen Geheimraum? Legit ist hier ein Geheimversteck für Geld gewesen unter dem Bücherregal. Ja, safe. Wo sonst? Sass. Sus okay. Ist das. So, Alter. Du musst mal in die 3 kommen, Alter. Hier oben brennt ja alles weg. Nee, ohne Scheiß. Hier ist richtig tot. Die 3 und die 4 sind verloren. Wir müssen da jetzt rein. Ja, bin dabei. Ich glaube, die Sprenkler auszumachen ist auch der Tod irgendwie. Aua. Oh mein Gott. Warst du hier schon? Aua. Wir brauchen hier Gesichtserkennung. Lass den Strom aus. Wir haben aber auch niemanden mehr für die Gesichtserkennung. Oben vielleicht. Ja. Nummer 4. Aber das, ey, hier brennt alles weg. Hast du hier mal Sprinkler hingestellt? Ich kann die wieder anmachen, glaube ich. Warte. Deine jetzt gehen die Sprinkler eigenen. Gebäude wieder an. Deine eigenen. Nein, die habe ich da nicht hingestellt. Ja, aber legit könnte, kann man am Anfang noch mit Treppen abkürzen. Hier ist auch Gesichtserkennung. Oh nee. Die 3, die 4 und die 5. Alles Gesichtserkennung. Okay. Ich gehe jetzt noch ganz oben. Alter. Keine Ahnung, ich bin auf dem Dach. Kann ich die Evex-Zone schmeißen von hier oben? Hier ist ja wirklich alles gesichert. Nee, kann ich nicht. Ja, I don't know. Ich hab hier Sprenkler aktiviert. Ja. Oh, die haben hier. Die haben Golf auf dem Dach. Lol. Wir haben 5 von 6. Es werden Leute verbrennen. Wir schaffen das nicht mal. Niemals mit der Gesichtserkennung da. Ich hab die Sprenkler alle wieder angemacht. Ja, okay. Das kauft uns Zeit. Hä? Was hast du getan? Ich hab das Dach benutzt, das Glasdach. Okay, ich hab ne Idee. Wir könnten neu starten und dieses Mal einfach die Sprenkler am Anfang anlassen, weil dann breitet sich das erst gar nicht so aus. Weil wenn man hier hinten, komm mal mit, komm mal hier. Wenn man hier in dem hinteren Raum nach der Gesichtserkennung, nach der ersten, diesen Schalter betätigt, dann geht zwar auf der anderen Seite die Tür auf und der Strom, da der aus ist, deaktiviert auch alle Sprenkler in der Area. Und ich glaube, das ist das Problem am Anfang. Okay, ich sehe das als eindeutig, dass wir töten uns jetzt hier so. Ey! Ich rette dich! Ich rette dich, du Spaß! Hör auf mich zu retten! Du hast mich... Du hast mich gerettet! Ah. War das dein erster Talk? Okay. Ich würde auch legit, mach was du willst, aber ich gehe direkt nach ganz oben. Ist okay. Nee, du musst in den Keller, du musst sofort in den scheiß Keller. Ich lösche kurz hier, dass die Wand nicht anfängt zu brennen überhaupt und dann gehe ich in den Keller. Okay. Heb aber Leute für die Sensoren auf. Ja, die wollte ich hier gerettet haben. Wie kommt man jetzt nach oben? Leiter. Abkürzen mit Leiter. Was für Leiter, Digga? Ich hab einen Grappling-Hook, was laber ich? Ja, dann lass mich die Leiter platzieren. Du hast gesagt, ich soll in den Keller gehen, mein Gott. Ja, geh in den Keller. Okay, Keller ist gelöscht. Okay, cool. Ich hab sie. Ich komm hoch. Ich geh jetzt nach ganz oben. Das Treppenhaus ist richtig am Wegbrennen, ne? Das sind noch Sprenkler, die man irgendwie aktivieren kann. Ich baue meine eigenen Sprenkler gerade da auf. Aber überall im Treppenhaus sind Sprenkler an der Decke, das meine ich. Ja, ich weiß. Ich gehe jetzt direkt in die 5. Ich gehe jetzt direkt in die 5. Und versuche dann irgendwie diese Gesichtserkennungsscheiße da zu machen. Ich habe die Sprenkler, glaube ich, aktiviert im Treppenhaus.
Kann ich noch nicht bestätigen, aber es hört sich so an, ja? Ja, doch, hab ich. Das ist sehr gut. Ich gehe in die 4. Hier brauche ich Gesichtserkennung. Gut, dann nehme ich jetzt die Tuss von oben mit. Hey Mäuschen, komm. Ich brauch mal eben dein Face. Lol.